Ja, hallo, herzlich willkommen wieder im dritten Part dieses Spiels, und zwar die Verlängerung des DFB-Pokals. Wir starten sie einfach eiskalt erstmal. Ein Pokalfight, wie man sich ihn wünscht. Spannung pur. Und ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ich, wie wir das hier Meister werden, sagte gegen Arne Friedrich. Wölfe sind müde, merkt man. Wir haben Prokop und Saglik. Auf der angeschwächten Seite. Azuak. Oh. Peter Pekarik. Garantiert schon müde und gelb vorbestraft. Zudem. Aber erstmal Siani Maltritz. Stark gemacht. Stehendes Verlass. Saglik. Peter Pekarik hat. Schinzilort König. Prokop. Jetzt mal mit einem Solo. Scheitert an Arne Friedrich. Hat aber trotzdem wieder den Ball. Saglik. König. Azuak. Zurück auf König. Pekarik dazwischen. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Korkmaz. Kier. Prokop jetzt mit der Ecke. Prokop. Kommt gefährlich. Miumim, Azuak mit dem Volley-Schuss, das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Ich will die Wiederholung! An den Pfosten und raus! Was ist das für ein Spiel? Und spätestens wer dieses Spiel langweilig fand, was ich nicht glaube. Hier geht's zur Sache, meine Jungs. Kortmaz, langer Ball, Maja Saglik. Boah, tritt er wieder nach, unser Freund. Das gibt's nicht. Gute Möglichkeit zu flanken. Jetzt könnte er flanken. Konter. Chong Tese, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Chong Tese mit 2-1. Ja, Jungs. Wir werfen hier Wolfsburg gerade raus. Das gibt's einfach nicht. Wunderbar. Gucken wir uns das technische Meisterwerk an und Chuck Dese ganz frei. Ganz frei, und er bedankt sich. Und für Benayo gab's da nicht zu halten. Boah, gucken wir uns. Und das war's von der ersten Halbzeit. Der Verlängerung. Der Verlängerung ist vorbei, sie liegen in Führung. Das wird jetzt aber noch eine 15-minütige Abwehrschlacht. Die letzten 15 Minuten, die Frage, die so. Was für eine Halbzeit. Aufregende Halbzeit. Junge, 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 Junge. Okay, ab geht's weiter. In der zweiten Halbzeit, wir führen. Ich fass es nicht. Nicht, dass wir mal ein Tor schießen, wir schießen gleich zwei. Wir werfen ihn gerade auf der Wolfsburg raus. An Friedrich. Gegen Yahia. Macht er gut. Und jetzt stehen sie alle auf hier. Maja Saglik. Chong Tese. Der wird hier gefeiert werden. Chong Tese. Saglik. Prokop. Prokop. Ja, Chong Tese kriegt ihn nicht richtig. Polak. Da treibt er den Ball weit vor. Dabrowski. Azuak. Noch 9 Minuten. Noch 9 Minuten. Sinnangriff. Miomim. Azuak. Und Benayo. Und kurz Unterbrechung. So, nach technischen Zeugs bin ich wieder da und wir starten. Und wir starten die letzten 5 Minuten, müssen wir noch überstehen. Unser VfL Bochum. Dann haben wir es endlich geschafft, gegen den VfL Wolfsburg zu gewinnen im DFB-Pokal. Wo ich heute übrigens auch im Stadion war, gegen Hamburger SV. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich fasse es nicht. Ihr merkt schon, ich werde ganz leise. Also, ist ein Hoch und Her. Mal am Verzweifeln, dann war ich vor Freude taumelnd, schreiend durchs Haus laufend. Und jetzt ganz ruhig. Konzentriert. Maja Saglik.
Die letzte Minute läuft. Und jetzt wird es nochmal gefährlich. Bunkani. Ja, hier. Und es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist geschafft. Nach der Verlängerung verdient, mehr als verdient, gewinnen wir das hier. Ich fasse es nicht. Wir haben die Wölfe geschlagen. Alter, ich fasse es nicht. Okay, gucken wir die restlichen Ergebnisse an. Dortmund ist weiter, Karlsruhe ist weiter, Stuttgart ist weiter, Rottfeld ist weiter, Gladbach ist weiter, Aachen, Köln, Bochum, Nürnberg, Bayern, Bayer, Mainz, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Freiburg. Ja, das war's. Okay, unser nächster Gegner wird sein, lasst mich schauen, wo wir sind. Links ganz unten sind wir, wird sein Köln. Und danach kriegen wir Aachen oder Gladbach. Also, Halbfinale ist gut möglich, würde ich sagen, Jungs. Bonusgewinn. Ja, und dann geht's ab zum 7. Spieltag in der 2. Bundesliga. Und erstmal kriegen wir Pokal. In der UEFA. Netter. Pokalspiel können als erträglichen. Natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. So, Spieltag gegen Aachen. Wieso kommt denn das jetzt schon alles? Und Aachen, die sind hochmotiviert. Die sind, glaube ich, auch weitergekommen im Pokal. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe sie vorgelesen. Sie werden auf Angriffsauf sein. Ja, wir auch. Nun gut. Preis, Wettbewerb, bla 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 bla. Ja, gut, das war's erstmal von mir mit dem letzten Part heute. Ein sehr langer, dieser Pokalfight ist episch gewesen, epischer Ausmaß, und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich an diesen Teilen, und ich danke euch fürs Zugucken, und ich bin Doom, bleiben Sie sportlich, VfL Bochum. Ich fasse es einfach nicht. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.